In diesem Jahr stellt Frimo im Bereich BU vor, dass Kabelhinterschäumen, nachdem wir ja in allen gängigen Gebieten unterwegs sind, sprich Instrumententafel, Türen, Mittelkonsolen, haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf das Geschäftsfeld Kabelhinterschäumen. Dabei handelt es sich um solche Bauteile, die im Prinzip komplette Kabelstränge, die in jedem Fahrzeug verbaut werden, und zwar in großer Menge und in sehr großen Stückzahlen, wo zu den Außenbereichen die Kabel abgeschäumt werden mit PU. Zu diesem Zwecke werden spezielle Werkzeuge erstellt und auch Anlagen, um solche Kabel zu hinterschäumen, wobei das eigentliche Know-how in der Abdichtung des Kabels zu dem Schaumteil liegt. Zu diesen Zwecken haben wir ein spezielles Verfahren der Abdichtung, einen sogenannten Karabinerverschluss, entwickelt, den ich hier mal kurz zeigen kann. Der Karabinerverschluss liegt hier in diesem Bereich und sorgt dafür, wenn er geschlossen wird, dass das Kabel entsprechend abgequetscht wird und somit kein Schaumausfluss außerhalb des Werkzeuges kommt. Das ist das wichtigste Bauteil an diesen Werkzeugen und stellt sicher, dass die erforderliche Qualität dadurch erreicht wird. Die Werkzeuge werden später alle komplett in Stahl gemacht, in eigener Herstellung bei Frimo hergestellt, bei Frimo abgemustert, bei Frimo getestet. Alle Werkzeuge werden auch im Vorfeld, bevor man baut, bei kritischen Bauteilen im Technikum geprüft. Passt das mit der Abdichtung? Passt das mit dem Einschäumverhalten? Wir haben hier ein spezielles Einschäumverhalten, und zwar über einen Filmanguss, wo wir in das geschlossene Werkzeug von Hand eintragen. Diese Bauteile werden in verschiedenen Größen hergestellt. Das geht von sehr kleinen Bauteilen mit einem Schaumeintragsgewicht von ungefähr 20 Gramm bis zu 150 bis 200 Gramm. Und dementsprechend groß und klein werden dann auch die Werkzeuge und Anlagen gestaltet.